Hallo liebe Rasenfreaks, heute ist wieder Werkstatt angesagt. Wir bauen ein neues Gadget. Ich bin ja echt ein Gadget-Fan. So kleine hier Helferlein, so kleine Hilfsmittel, technische Hilfsmittel, um den Rasen zu verbessern, um mehr über seinen Rasen zu lernen. Heute bauen wir einen Bodendichteprüfer. Vicon am Start hier beim Rasenfreak. Ja, nett. Wahnsinn. Ja, so, also jetzt geht's los. Jetzt suchen wir uns die Sachen zusammen. Jetzt räumen wir noch ein bisschen auf hier und dann bauen wir den Bodendicht. Ich sage ein schwieriges Wort. Ich muss mir was Neues ausdenken. Den bodendichte Prüfer. Wir brauchen eine Edelstahlstange, 8 mm Durchmesser. Edelstahl 8 mm Durchmesser, kriegt man im Baumarkt. Und wir drehen jetzt hier vorne von 8 auf 6 ab, schneiden ein Gewinde drauf, ein 6er Gewinde drauf und dann geht's weiter. Schritt 1. Echt cool. Ah, die schlägt ein bisschen. Die schlägt ein bisschen. Dann machen wir Folgendes. Da werden wir sie mal ein bisschen führen. Ah! Ja, cool! Wir nehmen jetzt hier eine M10er Edelstahlschraube, drehen den Kopf ab, bohren ein Loch rein, ein 6er Loch rein und schneiden ein Gewinde rein.
Fast. Das hier kommt jetzt da drauf. Der letzte Act. Freaks. Er ist fertig. Der bodendichte Messer ist fertig. Yeah! Wisst ihr was? Jetzt regnet es draußen. So eine Kacke. Ich habe den bodendichten Messer fertig und es regnet. Also man nimmt das Gerät, schließt die Augen und drückt die Spitze in den Boden rein und fühlt die verschiedenen Schichten eures Bodens. So, liebe Rasenfreaks, jetzt können wir endlich den Bodendichteprüfer testen. Das Wetter ist wieder schön, der Regen ist vorbei. So ein paar Tage her. So, also ein Gerät zur Analyse der Bodenverhältnisse. Und wie ich das eben schon gezeigt habe, kann man also jetzt an einer beliebigen Stelle, ich muss gleich sagen, was gefährlich dabei ist, an einer beliebigen Stelle in den Boden reindrücken. Und spürt jetzt genau, was wir für eine Dichte haben. Ja, ist relativ fest hier, immer fester und jetzt ist vorbei. Jetzt können wir an diesen Markierungen feststellen, ich bin gerade mal schlappe 20 cm in den Boden reingekommen. Also relativ stark verdichtet. Checken wir mal hier. Ah, das ist schon besser. Da hatten wir, interessant, nochmal daneben. Erstmal kommt die sehr, sehr dichte Grasnarbe. Dann ist es relativ weich. Und dann kommt nochmal so ein richtig poröses Stück. Da falle ich richtig tief.
unglaubliche 10, 20, 30, 40, 50 Zentimeter tief. Man muss natürlich auf eine Sache aufpassen. Man darf natürlich nicht mit dieser Spitze in seine Bewässerungsleitung bohren. Dann habe ich hier schöne Springbrunnen. Und ich meine, die Bewässerungsleitung läuft hier so quer rüber. Also wir gehen ein bisschen zurück. Hier. Und hier habe ich ja aufgeschüttet, also müsste ich hier richtig tief reinkommen. Sehr, sehr feste Oberfläche. Ja, jetzt ist es weich. Ja, nee, ah, immerhin. Also auch, ja, immerhin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cm tief. Das ist nicht schlecht. 70 cm tief. Und dann kommt unten der harte Boden. Das ist natürlich schön. Ne? Hier eine richtig schöne, gleichmäßige Bodendichte bis auf 70 cm. Auch hier. Ja, das ist noch tiefer. Man merkt alles, ob das jetzt Sand ist, ob das jetzt steinig ist, ob das Hohlräume sind, ob man eben eine harte Lehmschicht hat. Ja, und das ist es schon. Genau, damit kann man natürlich, wenn man jetzt Probleme hat, dann kann man natürlich schön mit so einem Gerät ganz einfach mal ganz schnell prüfen, wie sieht überhaupt die Bodensituation aus, wie ist der Boden aufgebaut, gibt es da Probleme, muss man radikal was tun oder ist es halbwegs gut. Okay, jetzt gucken wir nochmal hier. Hier habe ich immer schnell Trockenstellen. Und hier ist der Boden relativ hart, also da komme ich kaum rein. Aha, hier total verdichtet. Oh, das kann ja nicht sein. Drama. Die totale Boden hier komplett hier oben, komplett verdichtet. Ich muss hier aerifizieren. Oh, wie das sich biegt. Das geht ja gar nicht. Das sind die Probleme, die man dann findet. Ich habe immer mich gewundert, warum es hier nicht richtig wächst. Cool. So, lieber Rasenfix, das war es jetzt hier mit dem Bodendichteprüfer. Das Wort ist furchtbar, Bodendichteprüfer. Mit meinem kleinen Zauberstab. Nein, das ist auch nicht gut. Scheiße. Das ist auch völlig verdichtet hier. Hier ist auch verdichtet. Ich kann ja nicht mehr aufhören. Das ist total, das gibt's doch gar nicht. Ah, hier ist gut. Ja, aber das ist nicht gut. Und hier habe ich doch immer gesandet. Ja, unterschiedlich. So, jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss hier mit dem Bodendichteprüfer am Rasenfreak. Ein furchtbares Wort. Ein ganz einfach zu bauendes Gadget. Wenn man sowas cool findet, kann man auch kaufen. Gibt es tatsächlich auch zu kaufen. Habe ich nicht selber erfunden und habe ich durch Zufall hier gezeigt bekommen. Ich habe hier in der Nachbarschaft einen echten Rasenprofi, der hier so richtig große Sportplätze saniert. Und der hatte das Ding im Kofferraum gehabt und kam hier auf meinen Rasen, um ihn mal zu beurteilen und holte dieses Gadget raus. Was hat der denn jetzt da? Und jetzt klärt ihr mir das, was er damit macht. Also das ist wirklich also für die Experten gedacht, die halt eben auf verschiedenen Plätzen, in Gärten oder wo auch immer, erstmal die Bodenverhältnisse testen wollen und dafür ist das gut. So, Schluss jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich gerne, wenn ihr mögt, wenn ihr meine Videos gut findet. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Euer Rasenfreak. Tschüss. Das Bohnen ein bisschen rum hier.